Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Wir haben heute Sonntag, den 8. Januar, 16.01 Uhr und es ist sehr, sehr stürmig, sehr, sehr stürmig. So, jetzt sollte es gerade sein. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil es ist windig und ist nicht angenehm, hier rumzulaufen. Aber ich brauche ein bisschen Bargeld und die ganzen Automaten hier im Umkreis, die haben alle zu. Ja, keine Urlauber, keine Automaten, deswegen muss ich jetzt nach Abend rennen zur Bank. Und ja, muss ich mir halt da mein Bargeld holen. Ja, gestern Abend waren wir in der MK-Arena, da war K1 hat dann ein bisschen gedreht. Und ja, hat Spaß gemacht, wir waren in der Spitze so 30 Leute da, haben gut gesungen. Alex Engel war auch da, hat einen kleinen Auftritt gehabt, 13 Minuten. Kann ich aber nicht komplett einschneiden wegen Urheberrecht. Muss ich mal gucken, was ich da mache. Der weitere Plan für heute ist eigentlich zu Hause. Ich habe gerade meine Videoverarbeitung von gestern. Das dauert ein bisschen. Und ich schätze mal heute Abend den Bierkönig. Auch wenn da nicht wirklich viel los sein wird. Könnte heute doch dann recht spannender Tag werden. Ist aber auch nicht verkehrt, mal ein bisschen weniger zu machen. Die Temperatur ist bei 18 Grad, kalt ist es nicht. Außer der Wind ist halt unangenehm, sehr unangenehm. Dann würde ich sagen, das war's fürs Erste. Wir sehen uns dann später wieder, wenn ich dann wieder unterwegs bin. Ein kleiner Überblick Richtung Playa de Palma. Dann bis später. So, wir haben jetzt 20.18 Uhr. Wie ihr seht, gehe ich zweite Linie. Einfach aus dem Grund, weil da hinten ist es zu windig. Ich habe mir das Video heute noch mal angeguckt, was ich vorhin gemacht habe. Also heute Nachmittag. Ja, viel verstanden hat man da glaube ich nicht. Lag halt am Wind. Ne? Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Hier pfeift auch ein kleines bisschen Wind. Aber nicht so schlimm wie unten an der Promenade. Wir haben auch irgendwie Warnstufe Gelb. Wie gestorben. Kalt ist es nicht. 17, 18 Grad. Bleibt auch die Nacht so. Ich hoffe, morgen ist der Sturm wieder vorbei. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg in den Bierkönig. Mal schauen, was da heute los sein wird. Ich habe ja die Vermutung, dass nichts los sein wird. Aber lassen wir uns überraschen. Kann man ja vorher nicht wissen. Und ja, gestern war ja, wie ich schon gesagt hatte, Kabel 1 in der MK-Arena und hat ein bisschen was gefilmt. Halt so stimmungsmäßig, aber was stimmungsmäßig auf Mallorca abgeht im Winter. Und das wird wahrscheinlich im Februar ausgestrahlt, so wie ich gehört habe. Wenn ich nähere Infos dazu habe, wann genau, werde ich euch Bescheid geben. Dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Also nicht nur aus meiner Sicht, sondern dann auch aus Fernsehteamsicht. Und ja. Das war es fürs Erste wieder. Ich melde mich dann gleich wieder aus dem Bierkönig und dann
schauen wir einfach, ne? Der Abend ist noch jung, aber heute wollen wir mal ein bisschen ruhiger machen. Bis später. 21:06 Uhr, ich stehe jetzt vor dem Bierkönig und drinnen ist, ja, wie erwartet, nichts los. Ich schätze mal, wenn man drinnen und draußen alle zusammenzählt, kommen wir auf, ja, 20 Leute maximal. Ja, da wird er heute wahrscheinlich nicht voller werden und dann wird es auch keine Bilder aus dem Bierkönig geben, weil hat ja keinen Sinn. Einen leeren Bierkönig filmen kann man nicht machen, also braucht man nicht machen, das ist ja, will keiner sehen, ne? Aber ich melde mich später trotzdem wieder und dann schauen wir mal, was vielleicht schon noch passiert. 21:52 Uhr, ich stehe jetzt wieder vor dem Bierkönig, kleine Raucherpause. Und ja, der Bierkönig, der füllt und füllt und füllt sich nicht. Nein, heute leider gar nicht und ich gehe davon aus, das wird auch die nächsten Tage so bleiben. Das wird nur eine ganz ruhige Woche werden. Ich hoffe zumindest, dass dann am Freitag oder am Samstag ein bisschen was los sein wird. Ja. Ansonsten haben wir halt bis zum Düse-Wochenende Leerlauf und nicht viel zu filmen. Aber immerhin bin ich vor Ort und kann zumindest berichten, was hier los ist. Ne? Das ist ja meine Aufgabe hier. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, um euch zu zeigen, was hier los ist. Ob hier nichts los ist. Ich gehe jetzt gleich wieder rein und dann, ja, ein paar Leute sind hier oben beim DJ, mit denen sind wir am Quatschen und kann man auch privat ein bisschen Spaß haben hier. Und ja, dann bis später. Und wir sind gerade auf dem Rückweg, oder ich bin auf dem Rückweg und ihr folgt mir natürlich. Man sieht, das Meer ist wieder sehr aufgebracht, sehr viele Wellen, bis weit hinten raus. Mal einen kleinen Überblick Richtung Palma, Capastilla. Und hier Richtung Arenal. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier zieht irgendwie die ganze Zeit, ja, ich weiß, ist das Nebel, ist das Sand, I don't know, zieht hier ordentlich rüber und das hinterlässt halt hier auf den Straßen so einen, ja, nassen Film, ist teilweise sogar rutschig, je nachdem, wo man hingeht. Es hat nicht geregnet, aber die Luftfeuchtigkeit ist wieder extrem hoch. Kalt ist es nicht, wir haben 17, 18 Grad. Das ist eigentlich sehr angenehm. Wenn der Wind nicht wäre, dann ja, könnte man sogar im T-Shirt rumlaufen. Wird aber die nächsten Tage wieder nachts runtergehen. Weil jetzt auch die Sturmwarnung für die ja, Balearen komplett. Wenn ich das richtig gelesen habe. Aber ihr seht ja auch, ne, hier ist, scheint so ein bisschen nebelig zu sein, aber das ist, ich weiß nicht, ob das Nebel ist. Keine Ahnung, so ein Wetterfrosch bin ich dann auch nicht. Auch wenn ich öfters Wetterposts mache bei Instagram. Ich bin kein Meteorologe und hier sieht man mal wieder rechts, ist nichts zu sehen, da ist wieder die Laterne aus oder die Laternen. Deswegen laufe ich auch gerade hier lang. Und ihr habt ja gesehen, im Bierkönig, also ich hatte ja, ganz kurz noch ein bisschen was gefilmt. Nichts Erwähnenswertes, war maximal 20, 25 Leute, wenn man draußen und drinnen zusammenrechnet. Aber wir saßen dann halt noch mit ein paar Leuten oben am DJ und haben da ein bisschen gequatscht, also Leute, die man kennt, die hier wohnen oder halt sehr oft zu Besuch sind, aber partymäßig ging hier gar nichts ab und das wird sich auch im Laufe der Woche nicht ändern, deswegen ja,
Wenn ihr Partystimmung haben wollt, wird diese Woche nichts sein, bis auf vielleicht Freitag, Samstag, wo ich hoffe, dass der eine oder andere übers Wochenende rüberkommt. Und was haben wir heute, den 9. oder so, ne? 9. Oder mittlerweile den 9. Müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten, bis zum Düsewochenende. Und dann geht wieder die Luzi ab hier. Da haben sich ja schon sehr viele angekündigt. Alles, was Rang und Namen hat, Suchgeschwader, Malle Schlauchkombo, Tickensport, ich glaube Siedlertreff Ultras werden auch hier da sein. Düse sowieso. Ja, dann versuche ich euch so lange bei Laune zu halten, bis hier wieder die Party abgeht. Hier vorne links ist gleich auch wieder die Beleuchtung aus, also aber einen Stromausfall hatte ich zu Hause nicht mehr. Das war nur einmal, zumindest da, wo ich da war. Kann sein, dass auch in der Zeit, wo ich nicht da war, mal ein Stromausfall war. Kann ich nicht bestätigen. Meine Stimme ist, ja, ich glaube, die ist schon ein bisschen besser, ne? Ein bisschen besser. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe auch, dass ihr mich hört hier, weil die ist mir ja schon ganz schön laut wieder. Und ich hoffe, dass zu Hause keine Küchenparty stattfindet. Weil die letzten zwei Tage hat man Küchenparty. Ja, jetzt wird es auch hier dunkel. Ich gehe mal ein bisschen mehr, wo Licht ist. Ja, also die letzten zwei Tage hat man Küchenparty, als ich nach Hause kam. Komplett unvorbereitet. Ist das halt so passiert? Ja, wir brechen die Wellen. Das sieht schon geil aus. Also geil aussieht tut schon. Aber ruhigeres Wetter wäre natürlich schöner. Ja, dann hoffe ich, dass ich gleich zeitig ins Bett komme. Ich wollte mal ein bisschen früher aufstehen und dann hoffe ich auf schönes Wetter morgen, heute, dass wir dann mal so einen kleinen Spaziergang machen können an der Playa lang. Aber es ergibt sich halt immer so, wie es gerade ist. Ich bin jetzt auch gleich hier zu Hause. Ja, das Meer kommt wieder sehr nahe. Ich werde jetzt gleich den Abschluss hier gleich rechts machen. Ja, okay, aber der Bär war schon mal weiter vorne. Ist zwar stürmisch, aber jetzt nicht so schlimm wie oder so stark wie vor ein paar Wochen. Auch wenn das Wasser hier. Ja, ja. Hey, so weit kommt es nicht. So weit kommt es nicht. Gut, das war es dann für den heutigen Tag. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische und hoffentlich mit mehr Stimme wieder. Macht das gut. Playa Hole kann man jetzt nicht ab. Tschüss.